Sie sind hier, 1. Dezember 2018, 10.21 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Hjalmarsnus Rieber L. schnappte sich den Sieg vor Erik Frenzel. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen nordischen Kombinierer schaffen sich beim ersten Massenstart seit fast 10 Jahren aussichtsreich ins Springen. Riesle und Frenzel lauern auf den Sieg. Die deutschen Kombinierer um die Team-Olympiasieger Fabian Riesle und Erik Frenzel gehen nach dem ersten Massenstartrennen seit fast 10 Jahren mit guten Podestchancen auf die Schanze. Riesle und Frenzel liegen nach dem Langlauf über 10 Kilometer, der erstmals seit 2009 den Auftakt für die Ski-Zweikämpfer bedeutete, hinter dem Norweger Magnus Krogh auf den Rängen 2 und 3. Die Entscheidung in Lillehammer fällt im Springen ab 14.15 Uhr. Riesle lag im Ziel 6,1 Sekunden hinter Krogh, weitere 4 Sekunden dahinter folgte Frenzel. Vinzenz Geiger, 30,2 Sekunden, und Rekordweltmeister Johannes Reitzek, 31,3, haben auf den Rängen 8 und 10 ebenfalls noch gute Chancen. Beim Massenstart werden die Rückstände aus der Loipe für die Entscheidung auf der Schanze in Punkte umgerechnet. Als Favorit geht der sprungstarke Weltcup-Spitzenreiter Hjalmarsnus Rieber aus Norwegen auf die Schanze. Der Norweger hielt sich in der Loipe glänzend und kam als Fünfter nur 26,4 Sekunden hinter Krogh ins Ziel. Kusamo-Sieger Mario Seidel aus Österreich, 1:04, darf als 14. ebenfalls noch auf das Podest schielen. Von Sportinformationsdienst.